Weil ich weiß nicht, ob ich hier an einer Küste bin, von einem Meer, oder ob ich entsprechend einfach nur an einem großen See wohne, bei dem ich einfach nur das Ufer nicht sehen kann auf der anderen Seite. Autsch. So. Und ich weiß auch nicht, die Musik beflügelt mich irgendwie jetzt gerade so ein bisschen. Wow. Ups. Okay, da ist unser Zuhause. Ich renne hier jetzt einfach nur mal am Ufer entlang. Bäm, bäm, bäm. Weil es geht hier scheinbar eine ganze Strecke einfach nur geradeaus. Hier ist schon wieder ein Berg. Alter, guck dir das Teil an. So, mal sehen. Ich renne hier an der Küste entlang. Da ist ein Skelett. Nein, nein! Das ist natürlich weniger Action jetzt, wenn ich hier so amateurhaft rumspringe. Okay. Da ist schon wieder sowas wie eine Küste. Aber irgendwie scheint der Weltengenerator von Minecraft hier so ein bisschen Randale gemacht zu haben, oder? Was soll das denn sein? So. Ich renne hier einfach mal rum, weil es einfacher ist. Aber ich scheine hier irgendwie nicht wirklich... Achso, das war ein Schwein. Ah! Hohoho. So. Jetzt können wir nicht mehr rennen. Ja, ja. Blue Eagle Megavos 6 Metal. Gut, sowas spiele ich normalerweise nicht im Minecraft Let's Play, aber es ist nun mal in meinem Musikordner mit drin. Was ist das denn? Ah, einfach mal zurücklehnen und entspannen. Quasi den Bogen aus der Hand legen und relaxen. Ich wollte sagen, den Bogen aus der... Den Bogen aus der Hand legen und einfach mal relaxen. F1 drücken und sich zurücklehnen. Ich meine, und sich zurücklehnen. Ah. Gut. Aber ich wollte ja eigentlich gucken, wo wir hinkommen. Bei dieser äußerst... Sag mal, was ist denn... Was geht denn mit diesem Weltengenerator ab hier? Ich mag es da doch ein klein wenig geordneter, ohne ständige Löcher im Boden. So, hier sind wir ja schon wieder. Schon wieder quasi an der Küste. Aber im Endeffekt... Ist das eine Insel da? Und hier ist schon wieder sowas. Schon wieder so ein Loch. Echt jetzt. Als hätte man quasi 5 Minuten mal nicht auf seine Freundin aufgepasst und die wäre einfach so mir nichts, dir nichts mit jedem dahergelaufenen Hans und Franz befreundet. Okay, ich gehe jetzt weiter an der Küste entlang. Bitte was? Der Generator spinnt echt. Bock, bock. So. Hier scheint tatsächlich die Welt mehr oder weniger zu Ende zu sein, würde ich sagen. Weil hier geht es nur noch zurück. Das ist auch eine geile Gegend hier. So ein Dings hier. Wie heißt denn das nochmal? Wenn da quasi so ein... Ihr wisst schon, was Dings bumst. Schwimmen wir mal rüber auf diese Wüsteninsel. Gucken wir mal, ob es wirklich eine Insel ist oder ob hier das Land weitergeht. Aber eigentlich glaube ich, dass das hier das müsste eigentlich ein Meeresbiom sein. Das da hinten ist die Schrift. So, gucken wir mal.
Also es kann sein, dass das hier natürlich eine einsame Insel ist. So ein kleines Atoll. E-Gitarre. Ja. Wir sind gestrandet auf einer einsamen Insel. Mit zwei Bergen. Eine Insel mit zwei Bergen und dem tiefen, weiten Meer. Mit viel Tunnels und Gleisen und dem Eisenbahnverkehr. Nun, wie mag die Insel heißen? Ringsherum ist schöner Strand. Jeder sollte einmal reisen in das schöne Lummerland. Ah. Okay, es scheint ja tatsächlich... Ist das echt eine Insel? Ist jetzt gerade der Weltengenerator dabei, beschäftigt, hier eine neue Welt zu generieren? Oder warum ist das so ein bisschen laggy? Ah, hier ist ein bisschen Schilf. Das hatten wir ja auch in der Höhle. Das gibt's nicht. Hier ist ein Dorf. Geil. Ein Dorf. Yay, endlich. Ich dachte schon, ich bin auf einer einsamen Insel, aber hier steht ein Dorf. Hey, endlich gleichgesinnte Idioten. Echt, da denke ich schon, ich bin auf einer einsamen Insel und dann ist das hier ein Dorf. Das gibt's doch nicht. Ja, meh, da sei ich auch immer. Wir haben aber nichts mehr zu essen dabei. Das heißt, wir müssten tatsächlich mal im Dorf vorbeischauen und ein bisschen Weizen klauen. Was? Dax, Lotus 3, Breathless. Ist auch von OC Remix. Hallo? Na? Was gibt's? Wie geht's? Hallo? Darf ich dich nicht ansprechen? Hallo? Nö, scheinbar nicht. Der will nicht angesprochen werden. Habt ihr irgendwas im Ofen? Nö, kein Braten in der Röhre. Aber ich weiß ja, dass hier was steht. Aha. Da, ein paar Äbbel. Die bringen zwei Brötchen. Gold? Obsidian? Ah, Iron Chestplate und Iron Leggings. Naja. Aber immerhin ein Gold Horse Armor. Ups. So, kann ich dich anquatschen? Nö. Warum kann ich euch denn nicht anquatschen? Hey. Ich kann euch nicht... Ich will ihn nicht hauen. Ich kann sie nicht anquatschen. Nein. Warum denn? Oder hängt das mit dem Plugin zusammen? Dass das Plugin quasi normale Bewohner sozusagen deaktiviert. Weil das ist auch ein interessanter Baustil hier, Leute. Wo habt ihr denn eure Felder? Ich bräuchte da noch so ein bisschen was, was so Brot und sowas angeht. Ah, da oben habt ihr das. Ah, danach habe ich gesucht. So, schade, dass ich das nicht mitnehmen kann, weil ich schon wieder volles Inventar habe. Aber ich bin heute nett. Abgesehen davon, dass ich euch das Gold klaue, pflanze ich euch auch wieder neu an. So. Ja. Yep. Oh, was gibt's denn hier? Nix. Außer einem kleinen Tisch. Das sind schon lustige Gesellen hier. Tja. Wie weit sind wir jetzt von zu Hause weg? 500 Meter. Minecart-Kiste liegt direkt in der anderen Richtung. Aber ich wollte hier am Strand weiterlaufen. Ich wollte mir nur kurz hier bei euch... Ihr habt nicht zufällig noch irgendwo eine Crafting-Table oder so stehen? Nee? Ah, tja. Aber echt, ich kann die alle nicht anklicken. Irgendwie hat das Plugin die normalen Händler deaktiviert. Ich habe ja ein Händler-Plugin laufen, was mir erlaubt, selber Händler zu erstellen. Und scheinbar sind die normalen Dorfbewohner da wohl irgendwie deaktiviert worden. Wow. Toll. So, dann laufen wir mal weiter am Strand entlang, nachdem wir ein paar Äpfel Leute, ich würde sagen, das hier ist auf, ja.
Also, wer auch immer das konstruiert hat, der hätte vielleicht mal ein bisschen an die Statik denken sollen. Na? Yep. Statik für'n Arsch. Aber egal, es wird langsam dunkel. Ich laufe hier immer noch draußen rum. So, hier ist also schon wieder Ende. Yep, hier ist schon wieder Ende. Das heißt, ich laufe jetzt einfach mal weiter rum, weil ist ja eine laue Nacht und so. Und hier, da hinten ist schon wieder ein Eisbiom. Ach, nö. Hep. Oh, hier ist Clay. Ich kann einfach nicht widerstehen. So, mal sehen, was werfen wir denn weg? Das Ei werfen wir weg. So. Ja, komm schon, auftauchen. Hoffentlich wird das Huhn mich jetzt nicht quasi bei Peter oder so verpfeifen. So im Sinne von... Dieser Tierfeind, der hat meine Nachfahren alle vernichtet. Der hat die auf dem Gewissen. Nein. Was werfe ich weg? Cobblestone werfe ich. Werfe ich weg. Nein. Böser Cobblestone. Au. Au. Wo ist denn der eine Cobblestone hin? Da. Ne. 9 Cobblestone. Weg mit euch. Ja. So, solange ich hier unter Wasser bin, kann ja kein Gegner mir was antun. Hier bin ich unverwundbar! So. Ehrlich jetzt, da wollte ich eine Aufnahmepause machen und was ist? Dann gehen wir einfach noch mal ein bisschen die Welt erforschen. Gucken wir mal, was sich da noch so befindet. Und dann finde ich einen riesen Clay-Vorkommen hier. Müsste ich eigentlich zurück ins Dorf? Weil ich habe ja noch Kohle dabei. Und dann müsste ich den Clay direkt da zu Bricks verarbeiten. Au. Au. Wenn ich das Clay auch mitnehmen könnte. Boah. Das ist ja echt haufenweise Clay. So, dann gehen wir mal ein bisschen weiter. Wir sind ja noch nicht ganz rum. Ich will halt nur gucken, ob ich irgendwann wieder zu Hause ankomme, weil ich laufe ja jetzt auf dieser sehr zugegebenermaßen sehr großen Insel rum, die wahrscheinlich irgendwo wieder ans Festland. Uah, fuck! Oh, scheiße! Alter, hab ich mich erschreckt, als sich da diese verfickte Spinne angesprungen hat. Die wahrscheinlich irgendwo wieder ans Festland. Ja, fuck. Ja, fuck. Alter, habt ihr das? Ehrlich jetzt. Ich hab richtig den Schreck meines Lebens. Das war... Du läufst einfach so durch die Gegend, nix ist los und auf einmal, zack, ist da so eine Spinne in deiner Fresse. Wahrscheinlich habt ihr die sofort gesehen, so im Sinne von, oh, ja, Minecraft. Minecraft, kenne ich mich aus. Spinne, Spinne, kenne ich. Spinne, Spinne, kenne ich. Spinne. Ist nichts Besonderes. Die tut nichts. Die will nur spielen. Spinne. Spinne. Sorry, das war jetzt ein Versuch, einen Comedian nachzumachen, der vor... paar Jahren mal total erfolgreich war und mittlerweile bei mir zumindest nicht mehr so auf der Liste steht von Comedians, die man sich unbedingt angucken muss.